Hallo und willkommen bei German Blank in Ärgern Reviews. Heute mit dem Review und dem Schusstest zu der niegelnagelneuen DSG MP40 im Kaliber 9mm PAK. Endlich ist sie da. Viele, viele, viele von euch haben darauf gewartet, auf dieses Teil. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, das Warten hat sich gelohnt, Leute. Hier liegt sie jetzt. Die DSG MP40. Standardmaschinenpistole der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Also, beziehungsweise in dem Fall jetzt eine Replika davon als Schreckschussversion. Und da hat German Sport Guns ganze Arbeit geleistet. Wo ich gerade schon so ein bisschen beim geschichtlichen Hintergrund war, kann ich da nochmal zwei, drei Sätze mehr zu sagen. Also wie gesagt, Standardmaschinenpistole der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Es ist die Weiterentwicklung der MP38. Und die MP40 hier wurde von 1940 bis 1944 gebaut, und zwar gut 1 Million Mal. Und ja, bekannt ist sie ja auch unter dem Namen Schmeißer MP40. Das Kaliber war 9mm Parabellum. Und standardmäßig hatte die ein Stangenmagazin mit 32 Schuss. In dem Fall haben wir jetzt hier 25 Schuss. Kommen wir nachher nochmal zu. Das nur mal ganz kurz. Grob als geschichtlicher Hintergrund, man könnte da noch extrem viel mehr erzählen, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Ihr wollt das Teil ja jetzt gleich mal sehen, wie das funktioniert und alles. Von daher belassen wir es dabei. Nur noch ein ganz kurzer Größen- und Gewichtsvergleich, Original zu der Schreckschussversion jetzt hier. Das Original hat 3,97 Kilo gewogen und diese hier wiegt 3,35 Kilo. Also es ist gar nicht so weit vom Original entfernt. Die Gesamtlänge von der scharfen Version damals waren 832 mm. Mit ausgeklappter Stütze, und hier ist es mit ausgeklappter Stütze 836,8, also auch nicht groß entfernt. Und die, so wie sie jetzt hier liegt, mit eingeklappter Stütze, war sie im Original 629 mm und diese ist jetzt hier 621,7 mm. Also die Abmessung und das Gewicht sind sehr, sehr nah an der Originalwaffe von damals. Das nur kurz zum ganzen Hintergrund und zum Vergleich nochmal eben. So, dann werde ich euch jetzt noch mal kurz, so für den ersten Eindruck, das Teil noch mal kurz von allen Seiten zeigen. Die Stütze lasse ich dafür noch mal eingeklappt, das zeige ich gleich im Anschluss. Einmal einfach für den ersten Eindruck noch einmal eine Rundumsicht. Fangen wir mal von vorne an. Leider ist der Lauf sehr eng und relativ zu. Die Laufsperre geht bis vorne ran. Die Beschriftung GSG MP40 und PAK. Ansonsten steht da nichts. Hier haben wir dann noch Beschusszeichen, die Seriennummer, PTB-Nummer 987. Dann steht hier noch Read Manual Before Use. Und hier nochmal Kaliber 9mm PAK und Made in Germany. Das sind soweit alle Beschriftungen. So, ein bisschen Zubehör ist da auch dabei. Den Karton zeige ich jetzt nicht nochmal, wie sie geliefert wird. Dazu habe ich ja schon ein Unboxing gemacht gestern. Das könnt ihr euch ja nochmal angucken. Da seht ihr den Karton. Dabei ist die Bedienungsanleitung. Ja, relativ dünn. Da habt ihr halt hier die ganzen Angaben, Gewicht, Kaliberangabe und so weiter. Die Teilebenennung. Sicherer Umgang mit der Waffe wird hier beschrieben. Dann habt ihr hier die Beschreibung der Sicherung. Dann hier zum Ladevorgang. Und hier ist nochmal beschrieben, wie man das Teil auseinander nimmt. Das zeige ich euch nachher auch nochmal. Ja, die Bedienungsanleitung. Dann ist eine Ladehilfe dabei für das 25-schüssige Magazin. Man kann es aber auch so per Hand beladen. Dann habt ihr hier so einen netten Aufkleber dabei von German Sport Guns. Und dann noch ein kleines Tütchen mit einer Reinigungsbürste und mit
einem Imbusschlüssel zur Demontage. Das zeige ich euch dann gleich mal. Ja, das ist dabei als Zubehör. Dann kommen wir jetzt mal zu den ganzen Funktionen und was da so dran ist an der Maschinenpistole. Hier vorne, wir haben kein Gewinde im Lauf, da ist auch überhaupt kein Platz mehr. Das ist sehr, sehr klein, die Öffnung, und sehr, sehr zu. Hier die Mündungsmutter, die ist auch aus Stahl, lässt sich aber nicht abschrauben. Die ist hier, seht ihr, mit zwei Punkten fixiert. Der Lauf von innen ist aus Stahl, komplett. Die Visierung hier im vorderen Bereich ist Zink, genauso wie der ganze Laufmantel. Also vorne das Korn, dann haben wir, die Kimme hinten. Soweit ich das gesehen habe, ist das alles wie beim Original auch mit der Visierung. Wir haben hier eine verstellbare Kimme, in der Höhe verstellbar, und zwar ist der hintere Teil unterklappbar. Zeige ich das mal. So sieht das Ganze hochgeklappt aus. So, dann könnt ihr die Treiber runterklappen. Das zur Visierung. Der hintere Teil hier ist auch aus Zink. Das Magazin und der Magazinauswurfknopf, der ist nur linksseitig, der Knopf zu bedienen. Ja, hier, zack. Das Magazin raus. 25 Schuss hält es. Ist komplett aus Stahlblech. Der Zubringer ist Kunststoff. Lässt sich auch so per Hand relativ gut, etwas schwer, aber lässt sich auch per Hand ohne die Ladehilfe ganz gut beladen. Dauert natürlich etwas, ne? 25 Schuss immerhin. Lässt sich aber wirklich bis zum letzten Schuss beladen, auch per Hand. Das Magazin ist ja relativ kräftig wieder einführen. So, dann klackt es richtig schön laut und dann ist das bombenfest drin. Bevor ich euch den Rest zeige, kommen wir jetzt erstmal zum Klappschaften der Schulterstütze. Hier ist ein Knopf, den müsst ihr drücken, dann könnt ihr den Klappschaft abklappen. Zack, rastet schön ein, hinten die Schulterstütze runterklappen. Fertig. Jetzt zeige ich euch einmal so im Ganzen. So sieht das Ganze dann ausgeklappt aus. Der Klappschaft ist aus Zink-Druckguss, genauso wie hier der Knopf zum Auslösen. Und die Schulterstütze ist komplett aus Stahl. Das mal dazu. Wir haben hier unten diese Schraube hier, sage ich mal. Das war im Original das Teil. Das musste man im Original ein Stückchen rausziehen. Und dann konnte man, wenn man den Abzug drückt, das System leicht nach rechts drehen und nach vorne rausnehmen zum Zerlegen. Jetzt in dem Fall hier, bei der Schreckschussversion, ist das die Sicherung. So steht es jetzt auf S für sicher. Nee. Quatsch. Das, was man hier an der Seite sieht, das ist das, in welchem Zustand es gerade ist. Also an der Seite steht jetzt F, also Feuer. Wenn ihr das Ganze jetzt dreht, S, dann ist der Abzug blockiert. Den kann man nicht so weit durchdrücken, dass er auslöst. Ne? Und ihr könnt in beide Richtungen drehen, das ist egal. Hier wieder Feuer, sicher, oder auch andersrum, sicher, Feuer. Also die lässt sich beidseitig, egal in welche Richtung ihr dreht, funktioniert das Ding. Also, das ist die Sicherung. Die ist aus Zinkdruckguss auch. Dann haben wir den Ladehebel. Okay, ist jetzt keine Muni drin. Ladehebel, zack. Der ist, nochmal kurz ablegen. Der ist aus Stahl, komplett. Sowie das gesamte System hier vom Hebel an nach vorne, was innen drin ist. Das zeige ich nachher nochmal, ist auch Stahl. Hier seht ihr die Feder. Und der Ladehebel muss, wie gesagt, beim ersten Mal zurück. Und nach vorne, so ist dann, wäre dann eine Kugel geladen und dann wird es losgehen. Damals in Dauerfeuer, hier in Einzelfeuer. So, auf der anderen Seite
haben wir sonst? Achso, hier. Patronenkammer. Auswurffenster. Was ist da innen drin? Auch hier die Ausziehkralle. Und im Inneren. Da haben wir alles Stahl, ne? Auch hier Stahlanlage im Lauf, Stahlanlage im Patronenlager. Das ist hier komplett Stahl, ne? So. Das erstmal zu den Funktionen und zum verwendeten Material habe ich natürlich jetzt eins vergessen. Das gesamte Gehäuse hier ist aus Zinkdruckguss, auch hier unten der Teil, die Bügel. Die Griffschalen sind aus Kunststoff und dieser Teil hier, bis auf jetzt die Sicherung, dieser Teil ist ebenfalls Kunststoff. Auf der anderen Seite auch, ne? Der Teil hier ist Kunststoff. Der klappert hier auch auf der Seite ein bisschen, das ist nicht ganz so, hört sich nicht ganz so wertig an. Ja, also wie gesagt, Kunststoff, Kunststoff und die Griffschalen. Ansonsten ist alles Zinkdruckguss und die ganzen wichtigen Sachen sind Stahl. Jetzt werde ich euch mal zeigen, wie man die MP40 zerlegt. Dazu ist ja hier der Imbusschlüssel mitgeliefert. Als erstes machen wir, wie üblich, erstmal den Sicherheitscheck. Nehmen natürlich das Magazin vom Zerlegen. Schauen in ins Patronenlager, ob es wirklich leer ist. Dann drehen wir die MP auf die rechte Seite. Dann haben wir hier im Gehäuse, neben dem PTB-Zeichen, haben wir im PTB-Stempel haben wir hier eine Schraube. Und die müssen wir jetzt mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel komplett entnehmen. Warte einen kleinen Moment, ich muss komplett raus. Und dann seht ihr gleich schon, schnellt das hier nach vorne. Der obere Teil löst sich dann vom Schaft. Zack. Hier entnehmen wir die Schraube komplett. Dann kann man den oberen Teil, ich drehe es mal wieder, den oberen Teil nehmen. So, dann haben wir jetzt hier den Federanschlag und die Feder. Wo ist mein Magnet? Moment, muss ich mal kurz hier oben an meine Lampe. So, also Federanschlag ist ein komplettes Stahlteil. Die Feder ist klar. Federstahl. So, jetzt geht es aber noch weiter. Um jetzt den, wo ist es jetzt? Wir müssen jetzt den Spannhebel erstmal entfernen. Den dreht ihr ab. Und dann könnt ihr den kompletten Verschlussblock entnehmen. Dann kommt er. So. Hier ist er. Gucken wir uns da nochmal das Material an. Ihr habt hier so einen Gummiring als Puffer. Der vordere Teil ist Zink. Stoßboden, beziehungsweise hier das gesamte Teil ist Stahl. Das gesamte Teil. Ja. Das ist der Schlagbolzen.
aus hier Kralle. Also, dieses ganze Ding ist Stahl, komplett. Der Teil hier ist Zink, Gummipuffer. Und je nach dem Hebel, der ist auch Stahl. So haben wir jetzt die MP40 komplett zerlegt. So sieht das Ganze dann aus. So, geht eigentlich relativ einfach, relativ schnell. Dann kann man das Ganze schön reinigen und wieder zusammensetzen. Das machen wir jetzt. Als erstes wieder den Verschlussblock. Na, warte. Wie rum? Was jetzt? So, also so rum wieder einsetzen. Dann nimmt er den Spannhebel. Schraubt den wieder ein. Zack. So. Dann die Feder rein. Federanschlag. So rum, ne? Zack. Dann könnt ihr das Ganze wieder aussetzen. Reinschieben. Umdrehen. Damit wir das Ganze hier gut zusammenhalten. Schraube wieder einsetzen. So, jetzt die wieder rein und die MP40 ist wieder montiert. Die Zusammenfassung des Ganzen hier steht an jetzt. Was kann ich abschließend sagen zur GSG MP40? Also, ich persönlich bin wirklich beeindruckt, was German Sportguns da abgeliefert hat. In meinen Augen ist das eine absolute super Sammlerwaffe für Leute, die sich für historische Waffen interessieren. Oder einfach jemand, der mal eine Schreckschuss-Maschinenpistole haben möchte. Die extrem nah, fast komplett identisch ist mit der scharfen Version, zumindest natürlich optisch. Also da, das ist wirklich super. Die Materialwahl finde ich auch durchaus okay. Es gibt viele, die sagen, oh, wäre schön, wenn es aus Ganzstahl gewesen wäre. Finde ich jetzt, muss nicht unbedingt sein, weil die wichtigen Teile sind alle aus Stahl, beziehungsweise sogar komplett aus Stahl teilweise. Und das ist völlig in Ordnung so. Also ich bin da wirklich, das ist meine persönliche Meinung, aber ich bin echt begeistert von dem Teil. Der Preis von 399 Euro ist in meinen Augen absolut gerechtfertigt. Ihr müsst da auch einfach mal den Abstand zu einer einfachen Schreckschusspistole sehen, die um ein Vielfaches weniger Material braucht und wo manche Modelle auch schon an die 200 Euro gehen. Also von daher sind 399 Euro für diese wirklich realistische Maschinenpistole absolut nicht zu viel in meinen Augen. Ein Magazin kostet einzeln 49,95, könnt ihr euch dazu kaufen, wenn ihr wollt, noch als zweites. Ja. Was gibt es sonst zu sagen? Also sie schießt super, sie lässt sich toll auseinandernehmen zum Reinigen. Es ist einfach ein sehr realistisches Gefühl, diese Waffe im Anschlag zu halten. Also wie gesagt, ich persönlich bin begeistert. Wenn ihr euch so ein Ding noch kaufen wollt, also ich weiß, dass es im Vorfeld schon riesige, bei allen Händlern, riesige Vorbestellungslisten gab, die wirklich richtig voll waren, schon mit Leuten, die vorgeordert haben. Ich weiß nicht, inwiefern die jetzt, wie viel es davon noch gibt. Guckt euch einfach mal um bei den Händlern eures Vertrauens und wenn ihr so eine haben wollt, schlagt relativ schnell zu. Denn ich denke, die wird relativ schnell auch weg sein. Zu Recht. Gut, das war's soweit von mir. Wie immer, wenn ihr noch kein Abo
dagelassen habt, tut das bitte. Das wäre echt super von euch, hier oben rechts oder unterm Video. Und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut bei German Blanken Ärgern Reviews.